Heute gibt es seit längerem mal wieder ein First Impression Video. Ich versuche mich an dem Alverde Mineral Make-up und wie ich das finde, das zeige ich dir in folgendem Video. Hallo, ich bin Coco vom Kanal Die Kleine Coco. Ich habe vor kurzem ein Video über Mikroplastik gemacht und habe festgestellt, schon zuvor eben, deswegen hatte ich ja auch das Video gemacht, dass ich ein Make-up habe, das Mikroplastik enthält. Und da es schon etwas älter war, habe ich es nicht mehr leer gemacht, sondern habe es dann weggeschmissen. Wenn du einen Bestandteil in einem Produkt hast, das eben Mikroplastik ist und Mikroplastik, wenn es im Umlauf ist, fast nicht von den Kläranlagen gefiltert werden kann, dann macht es mehr Sinn, solche Sachen wegzuschmeißen. Also dem war es eben alt. Und da habe ich mir das Mineral-Make-up von Alverde geholt. So, jetzt ist es scharf. In der Farbe 01 Natural. Und ich glaube, das ist gar nicht so einfach zum Auftragen. Das Video über das Mikroplastik verlinke ich dir übrigens unter dem E, da kannst du mal reingucken. So, das war noch versiegelt, Gott sei Dank. Also ist noch nie aufgemacht worden. Und ich habe mir zwar jetzt einen Pinsel hergelegt, versuche aber trotzdem halb und halb zu machen. Ich werde auch Concealer verwenden und den Concealer mache ich, glaube ich, jetzt auch mal zuerst drauf. Und zwar ist das eben auch der Alverde Concealer, den kann ich dir auch unter das i legen. Und ja, natürlich sind Produkte, die eben diese Filmbildner nicht enthalten, schwieriger zu handeln. Aber der hier ist gar nicht mehr übel. Und wenn das jetzt mit dem Make-up gar nicht funktionieren sollte, würde ich mir so ein richtiges Mineral-Make-up kaufen. Das funktioniert dann auch richtig gut. Ich habe meine Haut mit einer Feuchtigkeitscreme behandelt. Und zwar die von Face Theory. Die ist super cool. Warum ich so einen weißen Schimmer auf der Haut habe, liegt daran, dass ich eben auch Lichtschutzfaktor drauf habe. Vergesst das bitte nicht. Und ich würde sagen, die Seite hier mache ich mit der Hand und die andere Seite mache ich mit dem Pinsel. Ich bin gespannt. Ich bin gespannt. Das muss geschüttelt werden, das merke ich schon mal. So. Dieser Aufsatz, da kommt ganz, 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 ganz wenig raus. Also das Produkt hat eigentlich fast keine Chance zu oxidieren. Ich habe schon im Laden gemerkt, das ist ein bisschen eigenartig. Man hat so ein bisschen das Gefühl, man schiebt die Farbe von links nach rechts. Bin mal gespannt, wie sich das so über den Tag hinweg verhalten wird. Also die Konsistenz ist wirklich sehr gewöhnungsbedürftig und leider ist das Produkt, ich achte inzwischen darauf, nicht mehr so viel beduftete Produkte zu verwenden, aber das hier ist sehr stark parfümiert. Es macht irgendwie einen guten Eindruck, ich weiß auch nicht. Aber es ist natürlich schon so, wenn du keine Filmbildner im Produkt drin hast, dann kann sich dieser Film natürlich auf der Haut auch nicht so aufbauen, wie du den haben willst. Aber der Schwierigkeit gehe ich entgegen. Und wie gesagt, wenn das nicht funktioniert, ich weiß von einem Mineral-Make-up in Pulverform, dass das auf jeden Fall funktioniert. So, jetzt verwende ich mal
meinen Pinsel. Da gebe ich die Menge drauf. Mit dem Pinsel geht das Ganze schon ein bisschen einfacher und sauberer. Absolut. Aber das ist schon super krass parfümiert. Man merkt auch so ein bisschen den Alkohol in dem Produkt. Mit meiner Feuchtigkeitscreme unter der Haut gibt es da überhaupt keine Probleme. Ich hätte fast noch einen Ticken heller nehmen sollen. Merke ich gerade. Und das geht sehr. Also es hat einen orangenen oder olivfarbenen Unterton. Und den habe ich ja normalerweise nicht auf der Haut. So, ich werde mir jetzt noch ein bisschen Eyeliner drauf machen und dann sehen wir uns nochmal. Ich bin jetzt extra ans Fenster gegangen, weil das künstliche Licht, das ich gerade anhatte, extrem viel schluckt immer. Also, das ist die Farbe. Sie passt nicht hundertprozentig. Leider. Also, man geht ja im Laden, wenn du Make-up kaufst, ich weiß, ob du es nicht an der Hand testen, weil man sieht schon, an der Hand habe ich eine andere Farbe, sondern man testet immer hier. Ja, also wie sieht dieser Übergang aus? Und ja, hätte es nicht gleich kaufen sollen, aber okay, also es ist in Ordnung und man sieht eben halt auch noch meinen Sonnenschutz ein bisschen blinken, weil ja, der weißelt halt schon extrem. Die Seite mit dem Pinsel, das ist ja die Seite, die hat sich viel leichter auftragen lassen. Also da ist es echt wichtig, das vielleicht wirklich mit dem Pinsel zu machen. Das war hier ein bisschen schwieriger. Ansonsten macht jetzt erstmal einen guten Eindruck. Ich werde euch den Tag über einfach mitnehmen, werde jetzt Video drehen und so weiter. Und dann sehen wir uns in ja, ein paar Stunden wieder. Ich bin erkältet, also hier in dem Bereich wird es sehr schnell weggehen, vermute ich mal. Und ja, ich melde mich dann bei euch. So, ich habe mich wieder ganz nah ans Fenster gestellt, damit nichts vom Licht, vom künstlichen verfälscht wird. Was ich jetzt schon weiß, was ich mir schon halb gedacht habe, ich habe jetzt auch kein Puder und nichts verwendet. Das ist kein Make-up für Menschen mit trockener Haut. Das ist total matt und man hat auch dieses Gefühl, dieses von diesem Mineral-Make-up, von diesen Pigmenten, sagt man, oder von diesen Mineralien hat man auch auf der Haut. Und für mich natürlich perfekt, weil ich ja eher in Richtung Mischhaut-fettig gehe. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, so für Menschen mit fettiger Haut, mit trockener Haut ist das gar nichts. Weil das wird sich wahrscheinlich echt so an den Stellen, wo es trocken ist, wird sich wahrscheinlich das Ganze schon ablagern. Es ist trotzdem wichtig und das habe ich halt beim Auftragen auch gemerkt, dass man eben eine gute Creme aufträgt. Also wenn du dein Gesicht wäschst, einfach danach eine Creme auftragen, eine Feuchtigkeitscreme, ein Serum und dann ist das Ganze natürlich eh besser. Mich hat die Verpackung beim Kauf total getäuscht. Ich dachte, oh, ist nicht zu groß. Aber ich habe bei meinem Alten, ich habe mein Altes noch da, habe ich geguckt, das hat genauso 30 Milliliter, also das ist eine absolut täuschende Verpackung. Ist aber eine geschickte Verpackung, weil es ist relativ klein, also für mich finde ich das eigentlich richtig passend. Ja, also um die Nase ist jetzt natürlich schon was weggegangen, weil ich eben, man hört es mir an, leicht angekrankt bin.
Aber es hält sich immer noch in Grenzen. Wo ich immer so ein bisschen Probleme habe, ist, dass es sich eben so ein bisschen absetzt. Das hat es jetzt, also allgemein Make-ups bei mir, das hat es jetzt bei mir auch noch nicht getan. Wir haben es aber auch erst kurz vor zwei. Wir haben es jetzt ungefähr 5:30 und das Make-up hat sich schon ziemlich abgetragen hier. Also überall da, wo ich mir halt immer mal wieder ins Gesicht fasse, da ist es so ziemlich weg. Und um die Nase hat sich's gesammelt, genauso wie hier, weil meine Stirn immer so ein bisschen fettiger ist. Also würde hier einfach auch ein Puder Sinn machen, dass man sich das da so ein bisschen einpudert so im Laufe der Zeit. Aber ansonsten finde ich, macht es einen guten Eindruck und für den Preis, ich glaube, es hat so grob unter 4 € gekostet, kannst du einfach nichts sagen. Ja, der erste Tag war in Ordnung, muss ich ganz ehrlich sagen. Und ich werde es natürlich weiter verwenden. Ich melde mich bei dir wieder ab, bedanke mich bei dir fürs Einschalten. Gebt mir doch einen Daumen nach oben, falls dir mein Video gefallen hat. Ihr wisst, mein Abo ist kostenlos. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss!